Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen AKF. Wir sind heute im Mais unterwegs, wir sind heute im Sortenversuch und ich will euch einmal kurz, bevor ich das nächste Woche ausschilder, einen Überblick geben, wie es aktuell hier aussieht in dem Sortenversuch. Letztes Jahr habe ich es bedeutend schlauer gemacht, da habe ich nämlich die Reihen bis zum Vorgewende durchgezogen, dann konnte man am Vorgewende schon den Unterschied der Sorten sehen. Ich weiß nicht, warum ich das dieses Jahr nicht hingekriegt habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, wirklich keine Ahnung, warum ich mich dieses Jahr da so komisch angestellt habe. Was ich euch aber zeigen will, wir fangen hier bei der ersten Sorte an, die will ich euch mal zeigen, weil die hat auch einen kleinen Entwicklungsvorsprung-Unterschied. Wenn man hier sieht, hier müsste jetzt fast schon die Blüte drin sein. Moment, hier in den eingerollten, eingewickelten Pflanzen. Moment, ich habe mir gerade rausgesucht, das ist MAS 075B, ist ein 180er, also die Reifezahl bestimmt ja, oder die Reifezahl ist ein Indikator, wie früh der reif ist. Das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, den ihr auch als Zweitfruchtmais nehmen könnt. Der steht jetzt hier, also der ist sehr früh, der wird auch sehr, sehr früh abreifen. Man sieht das auch so ein bisschen anhand der Blattstellung, ja, der geht hier oben schon so ein bisschen spitzer zusammen, während alle anderen sich so ein bisschen... ja, unten aufteilen. Man sieht das, wir gehen jetzt einfach mal hier so durch. Ich zeige euch demnächst das Ganze mal mit Schildern. Ihr seht aber auf jeden Fall den Unterschied. Je später wir jetzt in der Reifezahl werden, desto anders werden so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen das Wachsverhalten und das Blätterverhalten, ja. Hier ist das alles noch so gestukt, alles unten tiefe, große Blätter. Und hier hinten kommen wir dann in dem richtigen Späten, der sieht im Prinzip aus wie eine große, aufgekeimte Maispflanze. Also ja, guckt euch mal den hier an. Ja, alles so sehr tief, sehr blattreich. Und dann da hinten, der schon richtig die Blätter nach oben schiebt, als wenn er jetzt bald eine Blüte geben will. Also das ist hier ein sehr, sehr später. Der hat auch eine komplett andere Blattstellung, wie ihr das seht. Der ist auch ein bisschen tiefer. Der nimmt einen natürlich dieses kalte Frühjahr ein bisschen übler. Ja, meistens die späten Sorten brauchen doch ein bisschen mehr Temperatursumme. Hier haben die Schweine gewühlt, auch nur zwischen den Reihen. Hier hatten wir eine Zwischenfrucht und dann haben wir Striptill gemacht. Und dann hier den Versuch angelegt. Um uns rum steht 250 F. Genau, F ist der richtige Buchstabe. Also das heißt, hier ein kompletter Bestand von Mars Seeds, MAS Seeds. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sorten hier im Versuch, die wir hingestellt haben. Wie gesagt, hier ist es später. Und um uns rum ist 250 F. Der ist auch deutlich höher, auch das Vorgewende ist deutlich höher, seht ihr das? Und zwar habe ich hier am Vorgewende einen bisschen anderen Mikronährstoffcocktail gefahren. Ich musste aber selber nochmal, nachgucken, was ich da genau gemacht habe. Weil da hat der Mais schon sehr positiv drauf reagiert. Also der ist da schon ein bisschen wüchsiger. Allgemein ist die Sorte sehr frohwüchsig, habe ich auch über die Jahre festgestellt. Oder die letzten zwei Jahre hatte ich die ja mit Sortenversuch mit drin. Und finde ich eigentlich ganz gut. Und hier die äußerste Bahn am Vorgewende ist die höchste. Kann ich euch aber nicht sagen, warum. Also ich glaube, das war auch einfach die sauberste. Der Mais hatte hier so ein bisschen zu tun mit den Zwischenfrüchten. Also ich bin 1,85. Der hatte hier ein bisschen zu tun mit den Zwischenfrüchten. Hier sind die ja schön sauber, wie ihr seht. Ja, wir haben hier schön die Reste an der Oberfläche, wie es sein soll. Und hier unten soll ja das so die Feuchtigkeit konservieren. Da ist der feuchte Boden. Wir hatten Niederschlag, aber nicht sonderlich viel. Häufig, aber nicht viel. Das heißt immer mal wieder so 3-4 mm. Jetzt nicht so die große krasse Menge, nicht so mit mal 50 mm mit einmal oder so. Hier ist der benachbarte Mais. Ich glaube, der steht auf 75er Reihe. Ja, 75er-Reihe mit intensiver Bodenbearbeitung. Und ja, wenn ich hier mal reingehe, der ist noch nicht so, er hat noch nicht so die üppige Blattmasse, so mal zum Vergleich. Ne? Ihr habt ja gerne mal den Vergleich. Also das ist mir aber auch aufgefallen in den letzten drei Jahren jetzt inzwischen, Striptill-Mais besticht durch sehr, sehr gute Blattmasse. Große, starke, kräftige Blätter. Dieses Jahr war es ja erstmal sehr, sehr kalt. Man konnte anfangs so ein bisschen feststellen, dass Striptill ein bisschen verhaltener war, aber marginal im Wachstum. Auch bei der Trockenheit konnte man jetzt nicht feststellen, dass der Striptill-Mais besser voranging als der konventionelle. Dafür, glaube ich, war dieses Jahr einfach genug Wasser da am Anfang der beiden Phasen. Was dieses Jahr auf allen Beständen, egal wo man hingeguckt hat, wirklich ein großes Problem war, war der Beikrautdruck. Ja, wo die normale Strategie dieses Jahr sich nicht als optimal erwiesen hat, dieses normale
im 2- bis 4-Blatt reinfahren, sauber spritzen gut ist. Da war hier das so krass, ich hatte hier so Probleme mit dem Rettich hier vorne nicht. Weiterhin, ich hatte so Probleme mit dem Rettich, war ganz schwer in den Griff zu kriegen, da hat er auch lange drunter gelitten. Und ja, ich habe das zweite Jahr in Folge ohne Unterfußdüngung mit Phosphor. Das heißt, hier ist tatsächlich nur Striptil, ein Schwefelsaurer als Unterfußdünger gekommen. Und ansonsten keine weiteren Stoffe. Ich habe Mikronährstoffe reingefahren bei der ganz normalen Pflanzenschutzbehandlung, also mitgenommen. Und das war es im Groben und Ganzen. Dieses Jahr, die Bestände haben sich jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr gut entwickelt über die letzten Wochen. Wie gesagt, man hatte anfangs das Gefühl, dass durch die Trockenheit und dann war es kalt, war es trocken, sind die Bestände gar nicht richtig vorangekommen. Man hat gedacht, Mann, wann will der denn endlich mal wachsen? Aber inzwischen sieht er jetzt ganz gut aus. Also jetzt wird es Wochenende nochmal warm. Der hat jetzt Wasser. Der geht dann nächste Woche, denke ich mal, auf die 2,50 Meter zu. Jetzt ist 1,80 Meter. Also in guten Tagen macht er 10 bis 20 Zentimeter am Tag. 30 Grad, das ist genau die Temperatur, die der gerne Markwasser hat er, wie gesagt, Nährstoffe sind auch genügend vorhanden. Nächstes Mal buddeln wir auch mal eine aus, mal wieder und gucken uns das an, wie ist das Wurzelwachstum. Wir können uns ja einfach mal hier vom Nachbar eine ausleihen. Ich habe ja kein konventionelles Verfahren in dem Sinne mehr mit Grubbern. Gucken uns mal an, wie sind die Pflanzen aufgebaut. Die sehen auf jeden Fall deutlich dünner aus, wenn ich mir die jetzt hier angucke. Nimm mal hier wahllos eine raus. So, das muss der Nachbar mir verzeihen, ansonsten kriegt er einen Kasten Bier. Oh, tatsächlich höher. Hätte ich jetzt nicht gedacht auf einen groben Blick. Ja, das kann aber auch, das kann schon an Sortenunterschied liegen, man weiß das nie genau. Aber ihr seht, im Prinzip sehen die relativ gleich aus. Der ist aber doch schon ein bisschen dicker. Kann jetzt aber auch Zufall sein, die wir da rausgezogen haben. Und auch die Blätter, das ist das, was ich meine, wenn wir jetzt hier die Blätter vergleichen, das müsste ungefähr dieselbe Etage sein. So, ja, also haben wir deutlich mehr Blattmasse. Ihr könnt das Blatt immer als Solarfläche sehen. Je mehr Blattmasse wir haben, desto mehr Beschattung erreichen wir und desto höher ist unsere Photosyntheseleistung, wenn wir Wasser haben. Und das ist im Prinzip das, was ich die ganzen letzten Jahre gesehen habe beim Mais beim Wachstum, ja, dafür stellen wir beide wieder zurück, dass im Prinzip Striptil-Mais da ganz gut aufgestellt ist. Aber dass Leute die Angst haben, so, der sieht schlechter aus und der wird dann schlechter sein, kann ich jetzt eigentlich nicht bestätigen. Genau, da gucken wir nächstes Mal hin, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar, ich habe euch ja auch ein Video angelegt, wie ich den Sortenversuch angelegt habe. Aber wir kamen da beim Schneiden und mit den Vlogs ein bisschen durcheinander, sodass das am Ende 5 Minuten war. Und als 5-Minuten-Video wollte ich es nicht veröffentlichen, deswegen habe ich mir das jetzt für die AKF gelassen. Und ich war ja letztes Jahr mit Lisa bei Maßseeds in Frankreich. Da ist kein ganzes Video draus geworden, da hatten wir teilweise ein bisschen zu wenig Zeit zum Filmen. Und ja, mussten da mit der Menge mit und hätten jetzt kein gutes Video draus machen können, also hätten meinen Ansprüchen nicht genügt. Was wir aber wirklich, glaube ich, ganz gut aufgenommen haben, ist mit dem Kollegen Dennis, haben wir auf dem Feld uns die Vermehrung angeguckt. Ja, Hybrid-Mais wird ja ein bisschen speziell vermehrt oder ist ein ganz anderes Verfahren. Und Hybrid-Mais im Groben oder Hybrid-Sorten, bei Mais, bei Sonnenblumen, Raps setzt er sich schon sehr, sehr durch, weil er im Prinzip den normalen Linienzucht sehr, sehr überlegen ist. Ja, also die Hybriden, gerade in der ersten Generation, worüber man spricht, also die F1, die überliegt ja den Eltern schon sehr, sehr weitestgehend. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil es eigentlich ein ganz interessanter Beitrag geworden. Und dann war das im Prinzip die AKF mal im besonderen Maß hier einfach mal zeigen. Nächstes Mal gucken wir uns genau die Sorten an. Aber die sehen ganz gut aus. Auch der Mais, wie der sich hier gut entwickelt, dieser 250F. Ich wollte auch tatsächlich ein bisschen mehr davon haben, aber der war schon ein bisschen ausverkauft, deswegen nächstes Jahr, glaube ich, wird der aber noch einen größeren Teil aufnehmen. Der hat mir letztes Jahr schon sehr, sehr gut im Sortenversuch gefallen und man muss sagen, Preis-Leistung ist da wirklich sehr, sehr gut bei der Sorte. Bis dahin und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt auf dem Acker hier mit Dennis und gucken uns jetzt mal so eine Hybridvermehrung an. Ich habe ja letztens schon im Vlog erzählt, Hybriden ist ein bisschen was anderes als eine Linie. Linien kann man so nacheinander immer wieder das erzeugte Saatgut selbst wieder vermehren. Hybriden sind anders. Hybriden haben eine Vaterlinie, eine Mutterlinie. Da gibt es ganz viel Inzucht in den jeweiligen Linien. Und wenn man die nachher kreuzt, sind die der ursprünglichen Elternlinie weitaus überlegen. Das Ganze funktioniert aber nur ein einziges Mal. Das heißt,
Vaterlinie, Mutterlinie kreuzt man, erhält dann einmal Hybrid-Saatgut. Das kann man dann einmal aussehen, kann dann ganz ernten, aber das Ganze nicht wieder weiter vermehren. Dann wird die Genetik wieder ausspalten. Jetzt sind wir hier und was sehen wir? Also ich bin der Dennis von Maas Seeds, Deutschland. Und wir sind hier bei einer Vermehrung von einer Sorte namens 11K. Man sieht hier schön die Inzuchtlinien. Wir haben hier drei Mutterlinien und zwei Vaterlinien. Die Mutterlinien werden quasi als erstes angesät. Genau, also dann, wir haben hier in der Mitte die Mutterlinien. Da, genau. Da und da. Und dann haben wir zwei Vaterlinien. Einmal hier vorne. Und einmal hier vorne. Genau. Die Vaterlinien sind zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt gesät wie die Mutterlinien. Da will man eigentlich damit bezwecken, dass die Befruchtung eben anständig stattläuft. Ja? Weil wir haben eine einhäusig zweigeschlechtliche Pflanze, also ein Selbstbefruchter. Und die Mutterlinie darf sich ja nicht selber befruchten. Somit haben wir halt eben das bei der Saatgutproduktion. Also im Gesamten ist es ja so, hast du vorhin schon erzählt, dass wenn die Mutterlinie den Pinsel schiebt, dann wird der abgeschnitten mit Hand. Genau, das wird erstmal mechanisch gemacht. Ach, mechanisch, tatsächlich. Erstmal mechanisch? Erstmal mechanisch und dann wird nachgesäubert von Hand. Ja. Ja, weil es immer wieder welche gibt, die wo etwas höher sind oder etwas niedriger sind im Wuchs. Und dann muss eben von Hand eben nachgearbeitet werden. Genau, man will halt definitiv, dass die Mutter hier gar nichts befruchtet, sondern wirklich nur die Väterlinie, das ist die Seite und diese Seite. Und die soll wirklich die Mutter befruchten. Und das ist so ein bisschen zeitversetzt geschuldet, weil die ja auch unterschiedliche Inzuchtlinien haben ja unterschiedliche Blüheigenschaften. Also eine blüht ja früher und eine blüht später. Und wir haben vorhin schon gesagt bekommen, es gibt so ein Rezept für einen Landwirt, wann welche Linie nacheinander ausgesät werden muss, damit die Befruchtung nachher auch richtig gut aufeinander passt. Also es könnte ja auch sein, wenn man zeitgleich legt, dass zum Beispiel die Mutter schon 3 Wochen früher befruchtbar war und wenn der Vater so weit ist, passiert da gar nichts mehr. Deswegen ist das alles ziemlich komplex hier bei der ganzen Sache. Das war aber super interessant. Und du hast vorhin auch gesagt, es gibt zum Beispiel auch Sorten, die haben 2 Väter. War das oder 1 Väter und 2 Mütter? Wie war das? Nee, also das gibt's nicht. Ja. Es gibt immer 1 Vater und 1 Mutter. Ah, dann war das. Aber was war denn das vorhin? Irgendwann war doch noch mit. Es gibt Sorten, da wird erst der Vater gesät. Ach, so war das. Und dann wird die Mutter genau. Am Schluss. Genau. Weil für jede Produktion von dem Hybrid gibt es ein eigenes Rezept. Genau, gut, das hatten wir jetzt. Aber wahrscheinlich liegt das ja nur an den Blühzeitpunkten. Also das, genau. Genau. Also wir haben auch Sorten, wie gesagt, wo der Vater erst gesät wird, dann die Mutter. Hier in dem Fall war es eben so, dass man die Mutter zuerst gesät hat und dann die Vaterlinien zeitversetzt. Normalerweise sind es 10 Tage. Ja. Ja, damit man eben die Befruchtung. Genau. Entsprechend, das Verrückte bei Mais ist nämlich, der hat tatsächlich, ist der Pinsel 14 Tage vorher befruchtungsfähig als der Kolben. Was war richtig rum, ne? Oder war der Kolben 14 Tage vorher befruchtungsfähig als der Pinsel? Also die Fahne schiebt normalerweise zuerst. Ja. Und im Urmais ist es eigentlich so, dass eine Diskrepanz von ungefähr 10 bis 14 Tagen besteht. Wir sind natürlich jetzt hier bei intensiven Pflanzenzüchtern. Ja, dann ist das natürlich weniger. Genau, also man sagt zwischen 5 und 8 Tage. Ah, okay. Ja, und das versucht man halt eben mit diesen verschiedenen Aussaatzeitpunkten ein bisschen zu minimieren und die Befruchtung zu optimieren einfach. Mhm. Ja. Jetzt werden viele von euch natürlich sagen, Mensch, der Mais sieht aber gar nicht prall aus. Wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Inzuchtlinie. Also der ist wirklich ganz oft hintereinander mit sich selbst gepaart. Deswegen sieht der auch so aus, wie er aussieht. Und der hat vorhin auch ein bisschen Hagel anscheinend gekriegt oder die letzten Tage. Genau. Deswegen sieht der auch ein bisschen verfranst aus. Man muss sagen, der Boden ist verrückt. Es ist wie sandiges Moor. Also das ist ja, hier gibt es keine Steine, so alles fluffig hier. Wenn das Zeug hier noch richtig viel Niederschlag im Jahr kriegt, dann ist das auch ein Traum. Also der Ernte ist ja ohne Ende. Da kannst das Geld mit Schubkarre zur Bank fahren. Aber das ist ja der Wahnsinn. Vorhin hast du noch einen interessanten Fakt gesagt, wie viele Einheiten werden pro Hektar produziert? Es kommt immer auf den Hybrid-Tipp drauf an, ob man einen Weg Typ haben oder ein Dreiweghybride. Dreiweghybride produziert natürlich mehr, weil man dann schon ein Hybride hat, auf den wo man eben nochmal drauf tropft, quasi, sage ich jetzt mal. Und ungefähr zwischen 250 und 400 Einheiten Saatmais. Da kommt natürlich anständig was zusammen. Die Leute, die Saatgut kaufen, fangen jetzt direkt an zu rechnen, aber ist auch ein Wahnsinnsaufwand dahinter, Leute. Genau. Und ach so, die 400 Einheit, die sind schon bereinigt. Du hast ja vorhin gesagt, es wird ja meistens nur der Mittelteil vom Kolben genommen, tatsächlich vom Saatgut. Also was war's mit dem Rest? Ist Futter oder? Das wird meistens Futter, ja. Okay. Genau. Okay.
Hier in der Region hat man halt sehr viel Hühnermast, ja, und Hühnerfarmen, also Enten. Ja. Und da wird es dann eben als zu Futtermittel gemacht. Noch eine Frage, die Vaterlinie, wird die weggehäckselt, weggeschnitten oder hat das Ernteaggregat nachher wirklich nur 3 Reihen? Also das ist so, dass die Vaterlinie, die wird rausgemulcht. Ja. Die wird komplett bereinigt. Ja. Genau. Erst mechanisch mit einer Maschine, wir haben ja da so Hochstelzenschlepper, mit einer Fräse hinten dran, wo quasi diese eine Bahn rausfräst. Ja. Und dann wird es noch händisch wird noch nachgegangen, dass da ja nichts passieren kann. Okay. Ja. Also da legen wir extrem viel Wert auch auf Qualität und auf Sauberkeit. Ja, wir haben ein Problem hier, wie man sieht, die ganzen Linien, die sind ja nicht so verträglich, was Pflanzenschutzmittel angeht. Man muss da sehr sachte fahren. Hier wird auch sehr viel mechanisch gemacht. Ja. Ja, also wird gestriegelt eben. Und dementsprechend sieht es jetzt halt hier vorne aus. Wenn man jetzt mal in die Reihe reingeht, ist eben besser. Aber wir haben hier Hirsenarten, Borstenhirse, Fingerhirse, ja, und die Hühnerhirse. Die wird natürlich ein Problem über die Jahre. Die wird halt, ne, über die Jahre ein Problem, aber ja, die Landwirte, die wechseln dann natürlich auch durch die Fruchtfolge entsprechend auch die Flächen und ja. Aber das war vorhin auch ganz interessant. Du hast gesagt, die Inzuchtlinien sind einfach bei weitem nicht so tolerant gegenüber Herbiziden. Das genau. Heißt, ihr fahrt hier 5 bis 6 bis 7 Mal drüber. Ja, es kommt immer auf im Maximalfall, meintest du, und jedes Mal, also man fährt jedes Mal nur Minimalmengen überhaupt, damit die Pflanzen das vertragen und deswegen auch der mechanische Anteil und, ne? Genau. Also der Aufwand ist schon Wahnsinn. Wir haben ja auch eine relativ trockene Region, haben wir schon so ein bisschen festgestellt, und alle 3 Tage werden 7 mm beregnet. Genau. So und ihr könnt es halt nochmal gezielt steuern bei der Befruchtung, dass es nochmal extra Wasser gibt und. Zu viel ist auch nicht gut, habt ihr vorhin gesagt? Zu viel ist nichts, ja. Zu wenig ist nichts. Ja. Der wichtigste Zeitpunkt, wann die Pflanze eben am meisten Wasser braucht, ist dann nach der Blüte. Ja. Ja, da braucht die Pflanze am meisten. Das kann man dann eben gut regeln mit der Bewässerung. Mhm. Wir haben hier jetzt im Süden von Frankreich, profitieren wir von Grundwasserlagen, von den Pyrenäen. Und deswegen ist es für uns eben sehr gut zum Bewässern. Das Grundwasservorkommen ist hier sehr groß. Mhm. Ja, und ja, genau. Super interessanter Fakt noch dazu, das Ganze wird gar nicht mit einem Drescher geerntet, sondern mit einem Kolbenpflücker. Also der erntet wirklich die ganzen Kolben mitsamt Leashblätter drumherum, damit das einfach einen Schutz hat, ganz wenig mechanischen Eingriff. Dann wird das Ganze zur Produktion gefahren von Mars Seeds, wird getrocknet und dann wird das wirklich super sensibel entkernt, geerntet, damit man ganz, ganz viel keimfähige Körner erhält, weil Mähdrescher sind da nicht immer die beste Wahl in Sachen Keimfähigkeit. Da wird schon sehr rabiat zur Sache gegangen und hier ist jedes Korn ja wirklich wertvoll bei dem ganzen Aufwand hier. Und deswegen wird der ganze Aufwand nochmal betrieben. Genau. Leute, dritter Versuch hier heute. Die GoPro geht die ganze Zeit aus. Ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Wir machen heute den Sortenversuch. Ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, bis um 6 Uhr mal, habe dann die Maschine leer gefahren. Also da war noch Saatgut drin, habe die leer gefahren, habe Dünger wieder aufgefüllt. Und jetzt sind wir hier bei den Sorten angekommen. 6 Sorten, normalerweise waren 7 Sorten geplant. Aber von der 7. Sorte habe ich sowieso 50 Hektar gekauft, die stellen wir außen rum. Dann brauchen wir uns die nicht noch extra im Sortenversuch angucken, dann sparen wir uns einfach die Zeit. Mars Seeds wieder wie jedes Jahr, drittes Jahr in Folge. Und ein Wiedersehen gibt es mit Charlotta. Leute, Charlotta, letztes Jahr, die gute, ist mir doch ein bisschen entglitten und ich habe vergessen, unten die Klappe an der Maislege zuzumachen und habe das Ganze leider durchfallen lassen. So, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, dafür ziehen wir uns natürlich Handschuhe an. Und zwar, hier haben wir eine Sorte, relativ früh, die heißt, irgendwas mit B war das, 75.0, 75B. Ja, guckt mal die Körner an, der Sack ist so ein bisschen ein Drittel gefüllt. Und wenn wir jetzt hier hinten einmal hergehen, guckt mal die Körner an. Wie groß die sind. Ich zeige euch das einmal. Ich packe die mal einmal nebeneinander. So, die eine. Die andere. Seht ihr den Größenunterschied? Das ist schon einiges, oder? So, ich mache mal heute hier ein Zeitraffer-Video, wie das hier alles vonstatten geht. Legt den Versuch an. Und dann, Leute, gehe ich es ab für mich. Ich mache eine Woche frei. Und die habe ich mir auch verdient, gekämpft wie ein Löwe. Und ich habe auch locker für 2 Wochen gearbeitet. Also von daher geht das definitiv klar. Egal, wer was anderes sagt. Und ja, was ein bisschen nervig ist, ich muss wirklich für jede Sorte immer einmal den Tank aufmachen, einmal alles rausholen, wieder reinmachen. Das ist bei der EDX sehr, sehr aufwendig. Richtig Masse macht man gut mit dem Ding, richtig aus Big Bags oder so. Aber für einzelne Sorten ist das hier sehr, sehr aufwendig. Ist egal, machen wir. Und kleiner Disclaimer noch, Leute, auch für euch, denkt immer an Arbeitsschutz. Ne? Wir arbeiten hier mit konzentrierten Mitteln.
das Staub, da ist auch Beizstaub immer wieder dran. Das heißt, wenn ihr da reinfüllt, das kommt auch da wieder raus aus dem Tank, ihr atmet das ein. Denkt einfach an eine Atemschutzmaske, das Ding kostet nicht viel Geld, das ist eine bessere, die hat auch schon Kohlefilter drin, die nehmen wir auch für den Pflanzenschutz. Von daher, Leute, passt auf euch auf und nehmt die Sache ernst. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves, on the sea, waiting for something to get to me. I wasn't sure what I was hoping for, you see. But you act like gravity and you are pulling me. Cause you know what I want, baby. You know everything that gets me going. You know what I want, baby. All the little things that I'm not showing. You know what I want, baby. And you know it all before I do it. You know what I want, baby. You know what I need before I show it. I saw a fire from the sea. I didn't know what it was telling me. Like Robert Simmons. Das war's. Ich habe die Sorten jetzt in die Erde gebracht und eine Stunde hat das ungefähr jetzt gedauert. Dünger ist auch nicht mehr so viel. Die ganzen gesammelten Werke, die jetzt hier, die schütte ich jetzt alle zusammen, mache die zusammen in den Saattank und sehe dann die gesammelten Werke aus. Bei der EDX ist es immer so, die brauchen mal ein bisschen Material, damit die überhaupt arbeitet wegen der Verteilung. Deswegen kann man nicht mit nur einem Sack irgendwie arbeiten, man braucht immer ein bisschen mehr Menge drin. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin ganz aufgeregt, weil für mich geht es jetzt in Urlaub eine Woche. Ich habe Videos aber vorproduziert. Für euch geht es nach wie vor konstant weiter. 3 Videos pro Woche. Bis dann, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.